Mein Name ist Adriana von Conciencia Ecologica Nueve de Julio in der Provinz Buenos Aires, Argentinien. Zusammen mit meinen Mitstreitern prangern wir seit 4 Jahren das Besprühen der ländlichen Schulen, der Bezirke und der randständigen Gebiete unserer Stadt mit Agrargiften an. Über den Bezirk von Nueve de Julio werden jährlich 1,17 Millionen Kilo Agrargifte ausgeschüttet. Das entspricht 26 Kilo pro Bewohner. Das greift unsere Gesundheit an, indem es unser Immunsystem schwächt, Leukämien und Atemwegserkrankungen, Fehlgeburten, Autismus und andere Krankheiten in unserer Bevölkerung hervorruft. Weil wir wissen, dass ein ertragreiches Modell unter Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut und großen Mengen an Agrargiften in der Bevölkerung nicht nachhaltig ist, fordern wir dringend, dass endlich ein Modell des ökologischen Landbaus implementiert wird.